Und zum DAX-Check begrüße ich jetzt Samir Boyadan von wolkentrader.de. Samir, der DAX über der 8000-Punkte-Marke unterwegs. Was sagst du jetzt zu diesem neuen Chartbild? Ja, also erstmal wunderschönen guten Morgen, Caroline, wunderschönen guten Morgen, liebe Trader-Gemeinschaft. Ja, also im Grunde genommen endlich mal diese 8000-Marke, die wir ja schon so lange besprochen haben und auch so lange darauf gewartet haben. Es ging ja letzten Endes nicht nur darum, dass wir die 8000 sehen, sondern was wir als Charttechniker sehen wollen und was wir als Trader sehen wollen, ist zum einen erstmal diese psychologische Marke, dass die wirklich auch mal rausgenommen wird und mal auch mal nachhaltig ein bisschen rausgenommen wird. Und wenn man sich das Ganze hier mal in diesem großen Chartbild anschaut, dann sieht man praktisch diese großen Seitwärtsbewegungen, die wir ja schon in den letzten 6 Monaten gesehen haben. Immer wieder der DAX lange seitwärts über mehrere Wochen, knapp bei 7.430, dann irgendwann mal das erste Ausbruchssignal. Dann ging es letzten Endes bis 7.800 Punkte hoch und dann letzten Endes wieder fast 300 Punkte seitwärts zu laufen. Jetzt sind wir erstmal über diese Marke um 8.000 Punkte drüber hinaus. Das ist sehr, sehr positiv zu bewerten. Wir haben jetzt hier von der 90-Tage-Linie zumindest mal übergeordnet starke Unterstützungsbereiche, die zumindest mal verteidigt werden müssen, um diesen Trend auch weiterhin zu bestätigen. Also im Großen und Ganzen kann man hier sagen, dass diese jüngste Schulterkopf-Schulter-Formation, ja, mit der man ja ein bisschen mit Vorsicht darauf achten sollte, das lag ja hier knapp bei 7.780, dass diese Marke auf jeden Fall mal ein bisschen nachhaltiger rausgenommen wird, wurde auch jetzt in der letzten Woche erstmal soweit bestätigt, somit gab es Kaufsignale, aber dennoch, wir haben es gesehen, dass dann im Anschluss dieser Bruch über die 7.800 uns dann ein bisschen wieder seitwärts genervt hat, bis dann wieder auch nachhaltige Ausbrüche stattgefunden haben. Und hat man dann heute Morgen dann in der Vorbörse reingeschaut, dann notierte auch der DAX schon knapp bei 8.000 Punkte oben drüber. Und somit kann ich auch hier sagen, der Trend sieht sehr, sehr sauber aus, sehr, sehr stark aus, aber wir brauchen nachhaltige Hochpunkte und der nächste Widerstand wartet schon bei uns und das ist der Zielbereich um 8.150, will heißen, das Allzeithoch, das ist wesentlich wichtiger als diese psychologische Marke um 8.000 Punkte. Und wie sieht der Trading-Tipp heute aus, Samir? Also ganz im Ernst, im Moment ist es so, man muss natürlich, was den Trade betrifft, ein vernünftiges Chance-Risiko-Verhältnis raussuchen, das heißt, ich brauche einen Stop. Wenn ich auf die Long-Seite gehen will, ich brauche einen Stop auf der Short-Seite. Das heißt, beides liegt im Moment knapp bei 70 Punkten. Und da kann ich im Moment, das ist wirklich also ein Würfelspiel, ob man Long oder Short geht. Was ich jetzt hier an alle Trader mit auf den Weg gebe, lieber die Bestätigung abwarten. Die ist wesentlich wichtiger. Und zwar den Schlusskurs über 8.150 abzuwarten, weil dann bin ich auch guter Dinge, dass wir einen DAX 8.5, 8.7 sehen, um zumindest mittelfristig Positionen aufzubauen. Aber für den Intraday-Verlauf heute rate ich einfach davon ab, irgendwelche Trades zu machen, weil das im Moment noch nicht ganz bestätigt worden ist. Samir Boyadan von wolkentrader.de, Dankeschön für diese Analyse. Besten Dank, Frau Oltersdorf. Und das war der DAX-Check heute mit Samir Boyadan am Donnerstag.